Unbekannte haben im Südosten Mexikos ein Kinderfest überfallen und mindestens 13 Menschen erschossen, so Medienberichte, darunter ein einjähriges Kind. 7 Menschen seien bei dem Angriff am Freitagabend im Bundesstaat Veracruz verletzt worden, so ein Fernsehsender. Die Angreifer hätten demnach nach einem mitfeiernden Gast gefragt. Als die Antwort ausblieb, hätten sie um sich geschossen. Die meisten Opfer hätten ein und derselben Familie angehört, hieß es in den Medienberichten. In einem Tweet kondolierte der Innenminister von Veracruz den Angehörigen. Er versprach, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Demnach befanden sich die mutmaßlichen Täter noch auf freiem Fuß. Mexiko leidet seit Jahren unter schwerer Gewaltkriminalität. Drogenkartelle und Verbrechersyndikate liefern sich blutige Kämpfe um Einflussgebiete, Schmuggelrouten und Absatzmärkte. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 34.000 Menschen getötet.